Walbi hat zusammen mit der PSA Group deutschlandweit 144 Ladepunkte an Peugeot, Citroën und DS Standorten errichtet und wir haben die einfach mal begleitet. Wir haben mit Jan Obernauer von Walbi Nord gesprochen und haben uns mal zeigen lassen, worauf kommt es denn an, auf was muss man alles achten und was beinhaltet solch eine Wallbox-Installation oder auf was muss man achten, wenn man mehrere Wallboxen an einem Standort installiert. Wenn euch das interessiert, wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Wir sind hier bei Peugeot PSA in Berlin und nehmen heute bei einigen Autohäusern die Ladeinfrastruktur in Betrieb. Programmieren das Lastmanagement, machen die Inbetriebnahmeprüfung so und übergeben dann die Ladeinfrastruktur an die Filialverantwortlichen. Mein Name ist Jan Obernauer, ich bin Elektromeister aus dem kleinen, schönen nordfriesischen Dörfchen Ladelund. Das ist Zufall, aber der Name ist bei uns Programm. Wir machen Ladeinfrastruktur und das schon seit fast 10 Jahren. Mein Name ist Tim Sperlich. Ich bin seit ein bisschen mehr als einem Jahr bei der Firma Walbi und ich bin dort als Projektleiter bzw. Projektmanager tätig und auch ich installiere und nehme Ladeinfrastruktur in Betrieb. Unser direkter Kunde ist die KEAG, das ist ein Energiedienstleistungsunternehmen aus Bremen bzw. Bremerhaven und die KEAG hat uns beauftragt, 26 Autohäuser in ganz deutschlandweit mit Ladeinfrastruktur auszustatten und wir haben halt dieses ganze Projekt von vorne bis zum Schluss quasi begleitet. Wir haben die Standorte besichtigt und haben erstmal geguckt, was ist hier möglich und wie kann man das Ganze umsetzen, haben dann daraufhin ein Angebot erstellt und das Ganze dann jetzt eben bis zur Inbetriebnahme begleitet. Als erstes haben wir natürlich erstmal die Standorte der Wallboxen überprüft, denn an dieser Stelle haben wir nicht selbst montiert, sondern die Firma Jahn aus Berlin. Mit denen haben wir an dieser Stelle eng zusammengearbeitet und haben dann angefangen, für unser Lastmanagement die IP-Adressen der Wallboxen zu konfigurieren. Jede Wallbox braucht eine eigene IP-Adresse, um mit dem Lastmanagement kommunizieren zu können. Und dann haben wir das Lastmanagement konfiguriert und haben dann zum Schluss noch einmal die Phasendrehung der einzelnen Wallboxen überprüft, um sicherzustellen, dass unser Lastmanagement auch mit den vernünftigen Werten arbeitet. Ein Lastmanagement ist ein System zum Begrenzen der maximalen Ladeleistung. Das heißt, wenn ich an einem Standort bin, wo ich mehr Ladeinfrastruktur installieren möchte, als mein Hausanschluss hergibt, dann kann ich die Gesamtsystemleistung mit einem intelligenten Lastmanagement reduzieren. Ein Lastmanagement ist für verschiedene Fahrzeuge nötig oder auch sehr wichtig, weil die Fahrzeuge auch teilweise unterschiedlich laden. Also wir haben hier zum Beispiel einmal den Peugeot E208, der dreiphasig mit bis zu 11 kW laden kann. Und dort haben wir den Peugeot 2008, der ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug ist und dementsprechend nur einphasig mit 16 Ampere lädt. Und wir bringen bei vielen Plug-in-Fahrzeugen immer eine gewisse Phasenschieflast in die Gebäudeinfrastruktur bzw. in die Netzstruktur. Und durch unser Lastmanagement können wir das Ganze erkennen und dann eben auch phasengesteuert oder phasenscharf gegen diese Phasenschieflast agieren. Also wir sehen hier unsere Ladepunkte 1 bis 8. Wir sehen hier, ob die einen Fehler haben. Da steht immer auf False, das heißt, sie haben keinen Fehler. Und dann sieht man hier, welchen Status die Ladestationen haben. Zum Beispiel an Ladestation 1 hängt gerade ein Fahrzeug, das im Status B steht. Also das heißt, es würde quasi die Freigabe bekommen, beziehungsweise das Lastmanagement gibt ihm die Freigabe, es ist aber wahrscheinlich vollgeladen, deswegen lädt es nicht. Und bis Ladepunkt 6 ist dann alles frei und dann kommen 7 und 8, da stehen wir jetzt. Ne? Mhm. So, und wir laden, der Ioniq lädt wahrscheinlich einphasig, ja, auf der ersten Phase. Also das heißt, wir haben hier, sehen 16 Ampere, jetzt 17 Ampere oder... Das ist quasi das, was unser Lastmanagement vorgibt, die linke Spalte. Und die rechte Spalte ist das, was das Auto auch wirklich lädt. Also das heißt, der Ioniq lädt jetzt gerade einphasig mit 18 Ampere und der Tesla lädt
Ja, dreiphasig gerade mit 17 Ampere. Okay. Ne? So, und dann haben wir hier, sehen wir hier immer noch, wie gerade unsere Main Protection ist, also quasi der Wert, auf den wir das Lastmanagement eingestellt haben, 50 Ampere an der Stelle jetzt. Und sehen hier, was wir jetzt noch für Kapazitäten an den anderen Ladepunkten hätten. Ja, auf der ersten Phase hätten wir jetzt noch 11 Ampere und auf den anderen beiden Phasen jeweils 31. Ne? Und wenn jetzt noch mehr Fahrzeuge dazukommen, würde sich das Ganze eben runter reduzieren, beziehungsweise könnten wir da jetzt auch noch Ladepunkte priorisieren. Also nachts, wenn zum Beispiel niemand im Autohaus arbeitet und keine Beleuchtung an ist, in der Ausstellung, keine PCs laufen, dann könnte die Ladeleistung mit voller Leistung zur Verfügung stehen, weil der Hausanschluss in dem Sinne befreit ist von der Energie und tagsüber, wenn dann Vollbetrieb ist in der Werkstatt und im Verkauf und in der Ausstellung, dann wird die Ladeleistung reduziert, sobald alle Ladepunkte besetzt sind. Für dieses Projekt haben wir speziell für den Kunden oder kundenindividuelle Boxen angefertigt. Also das heißt, wir haben die Spezifikation, die der Kunde benötigt, abgefragt und nach dem entsprechend die Box so konfiguriert und kundenindividuell gestaltet und eben auch gebrandet. Diese Ladepunkte sind ausschließlich für die firmeninterne Nutzung. Also es geht letztendlich darum, dem Kunden ein voll aufgeladenes Elektroauto zur Verfügung zu stellen und eben auch in den Werkstätten die Ladetechnik zu überprüfen beziehungsweise die Fahrzeuge dort laden zu können. Im Schnitt waren das immer so 6 bis 10 Ladepunkte pro Standort mit jeweils 22 kW AC Ladeleistung, also quasi Wechselstrom-Ladeleistung. Und in Summe waren das ganze Projekt 144 Ladepunkte deutschlandweit. Wie eben schon mal kurz erwähnt, setzen wir ein Last- und Lademanagement ein. Das heißt, wir überwachen die Leistung des Gebäudes und können dann dementsprechend immer Ladeleistung dem Auto oder der Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen, wie sie halt auch gerade überhaupt dem Gebäude zur Verfügung steht. Also die Versorgungssicherheit des Gebäudes ist in keiner einzigen Sekunde gefährdet. So. Gewährleistet werden kann das durch die eigens entwickelte Lade- und Lastmanagement-Software von Wolbi, die verschiedenste Parameter in den Ladestationen abfragt und danach passend zu dem Ladeverbrauch der einzelnen Fahrzeuge, ob sie einphasig sind oder dreiphasig und mit wie viel Ladestrom sie laden, wird das intelligent und fair auch verteilt, die Ladeleistung. Also wichtig bei der Inbetriebnahme für uns ist, es wurde bauseitig durch den örtlichen Elektroinstallateur errichtet. Er hatte bestimmte Vorgaben, die müssen wir einmal überprüfen. Die Phasenlage, also es ist wichtig, dass jede Box auf einer anderen Phase angeschlossen wird, also die Phasen immer durchgetauscht. Die erste Box hat L1, L2, L3. Die nächste Box hat L2, L3, L1 und so weiter, setzt sich das immer wieder fort, sodass, wenn viele einphasige Ladefahrzeuge kommen, nicht immer auf der Phase 1 das Netz des Gebäudes belasten. Genau. Und das haben wir halt nochmal überprüft. Dann machen wir nochmal Testladungen mit so einem Prüfadapter und Fahrzeugsimulator und einer Last dran und schauen im Praxisbetrieb, im Lade- und Lastmanagement, ob es auch wirklich so funktioniert, wie wir es konfiguriert haben. Und somit bleibt die Sicherheit des Gebäudes, also der Bestand der Versorgung gewährleistet, sodass es keine EDV-Ausfälle oder Beleuchtungsausfälle oder sowas gibt. Also es ist jederzeit gewährleistet, dass die Werkstatt entspannt arbeiten kann, dass da nichts ausfällt, nur weil jetzt irgendwelche Fahrzeuge verkehrt an die Ladestation angesteckt wurden. Dafür ist das Lastmanagement letztendlich eigentlich da. Also das hier war jetzt ein ganz spezielles Projektgeschäft. Also wir hatten halt diese 144 Ladepunkte deutschlandweit, die wir ausgestattet haben. Die Anforderung war hier dementsprechend keine Eichrechtskonformität. Also das heißt, das ist hier nur für interne Zwecke. Das ist keine öffentliche Ladeinfrastruktur. Aber auch da haben wir sehr interessante Lösungen. Wir sind komplett eichrechtskonform in unserer Ladestation, und wir versuchen auch gerade ganz neue Autorisierungsmöglichkeiten auf den Markt zu bringen. Ganz weit vorne sind wir da mit dem Thema NFC-Payment, das heißt Autorisierung über Kreditkarte, EC-Karte, Apple Pay, Google Pay. Und an unserem NFC-Payment-System ist was ganz Besonderes, und zwar
haben wir in dem Sinne keine Lastschrift, wie man bei Giro E zum Beispiel kennt. Giro E ist ein rein deutsches Produkt von den deutschen Banken und das funktioniert zum Beispiel nicht für Holländer oder für Norweger, wenn die auf der Durchreise hier durch Deutschland fahren. Die haben kein Giro E, die brauchen irgendwas Visa, Master, American Express, Google, Apple. Das haben europaweit alle Fahrer und genau daraufhin haben wir unser Payment konzipiert und sind damit offen und auch in dem Sinne keine Lastschrift, sondern der Betrag wird vorgebucht, wenn man seine Kreditkarte vorhält und dann geht der Ladevorgang, also es ist ähnlich wie das Tanken an der normalen Verbrennertankstelle. Auch da weiß ich am Anfang ja nicht, wie der große Endbetrag ist. Und erst wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, dann wird der Betrag von der Kreditkarte abgebucht. Genau. Auch als Betreiber habe ich da wesentliche Vorteile. Und zwar erreiche ich erstmal einen viel größeren Kundenstamm. Der Kunde, der bei mir lädt, der braucht nicht mehr 27 verschiedene Ladekarten, sondern kann mit seiner EC-Kreditkarte oder eben mit Apple und Google Pay den Ladevorgang autorisieren, ohne sich vorher anzumelden, also komplett barrierefrei. Und der Betreiber spart sich dadurch dann auch nochmal den Roaming-Anbieter wie Plugsurfing oder Abject und dann dementsprechend dort auch die Kosten. Das Besondere an Volbi letztendlich ist, dass es ein ganzheitlicher Ladeanbieter ist. Und deshalb bin ich vor ja, über 5,5 Jahren eigentlich zu Volbi gekommen, weil ich dort alles aus einer Hand bekam. Also die haben die Ladeinfrastruktur, also die Ladestation selbst entwickelt, selbst produziert, alles made in Germany. Dann kam dazu, sie haben ein eigenes Backend. Ich muss mich nicht mit irgendwelchen anderen Anbietern auseinandersetzen und gucken, passt das Backend zu der Ladestation oder nicht. Und wenn dann irgendwas ist, dann stehe ich als Installateur immer zwischen den Stühlen. Der Hardwarehersteller sagt, ja, das liegt an der Backend-Software, dass das nicht funktioniert. Und der Software- und Backend-Betreiber sagt, nee, das liegt an der Hardware. Und ich, der Installateur, der dem Kunden das verkauft hat, stand dann immer zwischen den Stühlen und musste allen Leuten beweisen, woran es jetzt liegt und rausfinden. Es hat mir niemand bezahlt, es hat unheimlich viel Zeit gekostet und das gibt es bei Volbi einfach nicht. Da kommt alles aus einem Haus und wenn was nicht funktioniert, dann arbeiten die Abteilungen untereinander, miteinander zusammen und ist ganz schnell rausgefunden, wo, wenn denn was sein sollte. Und das ist wirklich sehr selten. Dann haben wir es relativ schnell rausgefunden, wo der Kinken ist. Das Backend ist die Software, die im Hintergrund arbeitet, die letztendlich die Schnittstelle allen Treibens ist. Also sie vereint das Abrechnen, das Zuordnen von Mitarbeitern zu Mitarbeiterladestationen zum Beispiel oder zu Fahrzeugen einer Flotte, dass man sehen kann, welches Fahrzeug hat wie viele Kilowattstunden geladen. Die Schnittstelle zum eichrechtskonformen Abrechnen ist das Backend. Und es hat halt viele Vorteile, auch für den Support. Wenn mal irgendwas nicht funktioniert, können wir von Ferne reinschauen in die Ladestation und die Fehler, die letzten Nachrichten der Ladestation auslesen und gucken, was ist zuletzt passiert. Hat jemand eine RFID-Karte vorgehalten, die nicht registriert war? Oder hat jemand den Stecker nicht ordentlich reingesteckt oder einfach rausgezogen? Oder was es noch so für Fehler gibt. Und das spart unheimlich viel Zeit, keine Anfahrt, weil man das alles von Ferne gucken kann und dann relativ schnell den Fehler lokalisiert hat. Unser alles aus einer Hand Ansatz hat natürlich jetzt bei diesem Projekt mit der PSA auch einen ziemlich großen Anteil gehabt. Der Vorteil war, dass wir von Anfang bis zum Ende dieses Projekt begleiten konnten und das Ganze dann auch alles aus einer Hand abwickeln konnten. Also wir haben uns um die Standortanalysen gekümmert, wir haben uns um die Inbetriebnahmen gekümmert, um die Installation mit den Nachunternehmern besprochen. Wir haben uns um alles gekümmert und hier kam eben alles aus einer Hand. Und das konnte der PSA bzw. unserem Kunden, der KEAG, an der Stelle auch in die Hand spielen.